Hallo, das ist eine kurze Anleitung, wie man die Probeentnahme zur Bestimmung der Gewebemerkmale als Blutstammzellspender macht. Nach der Online-Registrierung als Blutstammzellspender kommt das Testset automatisch per Post. Ein Begleitbrief, der vorausgefüllte persönliche Fragebogen, die Einverständniserklärung, unsere Informationsbroschüre und ein Rücksendekuvert. Und natürlich das Testset. Erstmal in Ruhe den Begleitbrief lesen. Dann die Informationsbroschüre. Nun den Fragebogen zur Sicherheit noch einmal kontrollieren, ob alles stimmt und wirklich alles vollständig ist. Jetzt ist die Einverständniserklärung dran. Erst lesen, dann unterschreiben. Nicht umgekehrt. Die Teststäbchen sind im blauen Umschlag. Den brauchen wir später noch, also nicht wegwerfen. Für den Test stellt man sich am besten noch ein leeres Wasserglas bereit. Nun zum spaßigen Teil, der Probeentnahme. Im Testset sind zwei Packungen mit je zwei Stäbchen. Erstmal nimmt man nur ein Stäbchen aus der Packung. Das Köpfchen darf dabei mit nichts in Berührung kommen, also das Stäbchen nur am hinteren Teil anfassen. Vor dem Test ein paar Mal gut schlucken. Jetzt Mund auf und das Stäbchen mit dem Köpfchen voran vorsichtig zur Wangeninnenseite manövrieren. Mit kräftigem Druck gegen die Wangeninnenseite reiben und dabei still und heimlich bis 15 zählen. Dann das Stäbchen drehen und nochmals 15 Sekunden kräftig reiben. Das Stäbchen wieder aus dem Mund nehmen und, ohne etwas anderes zu berühren, so ins Glas stellen, dass das Köpfchen trocknen kann. Mit den anderen drei Stäbchen das ganze Prozedere wiederholen. Dabei mit jedem Teststäbchen an einer anderen Stelle reiben. Nach dem letzten Stäbchen noch 3 Minuten warten, bis auch das getrocknet ist. Schließlich alle Stäbchen vorsichtig in den Umschlag legen. Falls ein Stäbchen zu Boden fällt oder mit etwas außer dem Mund in Kontakt kommt, das Stäbchen auf jeden Fall wegwerfen. Das Testset kann auch mit 3 Stäbchen eingeschickt werden. Das Testset zukleben und zusammen mit dem Fragebogen und der Einverständniserklärung ab in das Rücksendekuvert. Das Rücksendekuvert muss nicht frankiert werden, einfach so in den nächsten Briefkasten werfen. Und wer sein Engagement für die Blutstammzellspende auch dokumentieren möchte, Hashtag #LeakForHope zu jedem Post. Vielen Dank für die Unterstützung.